Ich bin heute hier mit der Jean Jäger und möchtest du dich einfach noch mal kurz selber mit vorstellen? Ja, gern. Jean Jäger ist mein Name. Ich bin vieles, unter anderem Synchronsprecherin und Regisseurin für die deutsche Vertonung von Videospielen und Schauspielerin. Okay, sehr interessant schon mal auf jeden Fall. Und woher kommst du genau und wie bist du zu dem Beruf sozusagen gekommen auch? Ich komme ursprünglich aus einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen namens Schwelm. Und ich wollte immer schon Synchronsprecherin werden und habe da aber einen Umweg genommen über das Radio, da ich so dachte, okay, ist auch ein Mikrofon involviert, wird schon ähnlich sein. Würde ich nicht empfehlen, denn das Sprechen beim Radio ist ganz anders als das Sprechen eines Textes. Denn beim Radio werden zum Beispiel die wichtigen Worte wie Bürgermeister etc. betont. Und so ein geschriebener Text fürs Theater oder für den Film oder fürs Hörspiel wird ganz anders behandelt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich höre mit dem Radio auf und werde auf jeden Fall Hörspielsprecherin und habe mich dann ins Schauspiel gebracht, um das eben besser machen zu können. Und so bin ich dann auch Schauspielerin geworden. Und wo hast du sozusagen angefangen mit dem Schauspiel? Also wo war deine erste Anhaltestelle, wo du anfangen könntest? Bei der Berufsbildung damals haben sie mir gesagt, Schauspielschule oder Fachinformatikerin. Und Mama, Papa wollten dann das Ordentliche. Also habe ich dann immer Schauspielworkshops genommen, habe hier und da das, was mir gefallen hat und was zu mir gepasst hat, dann genommen und immer weiter Stück für Stück gelernt. Okay, war sehr interessant. Und so bekannte Rollen, wo du vielleicht schon mitgespielt hast oder auch synchron gesprochen hast, die schon draußen sind? Ich habe zum Beispiel bei The Queen's Gambit, das Damengambit auf Netflix mitgesprochen. Solche Geschichten. Hauptsächlich hört man mich aber wirklich in Videospielen oder auch wenn du irgendwo in Deutschland in einer Telefonschleife landest, kann es ganz gut sein, nach 20 Jahren, dass du hier oder da meine Stimme hörst. Welche Videospiele zum Beispiel wären das, wo du mitspielst? Zum Beispiel Elder Scrolls Online oder auch Assassin's Creed. Solche Games sind das. Okay. Welche Hürden hattest du so in deinem Beruf bisher? Also was waren so vielleicht die schwierigsten Punkte? Als ich jung war, hatte ich eine noch hellere und klarere Stimme als jetzt. Und eigentlich haben sich alle darüber lustig gemacht. Und auch als ich beim Radio war, sagte dann der Chefredakteur, mit der Stimme kommst du nie on air. Heißt, ich habe die ganze Arbeit gemacht und andere haben meine Arbeit gesprochen. Das war sehr, sehr frustrierend. Und ich habe dann auch ja, Sprechstimmen, wie auch immer, Unterricht genommen. Und muss aber sagen, dass es vor allen Dingen die Arbeit an mir selber war, die dann die Fülle in die Stimme gebracht hat. Und eben auch der Schauspielunterricht, Dinge zu verstehen, sich selber zu verstehen. Und dann kam der Rest von ganz allein. Was hat also geholfen, zum Beispiel auch der Schauspielunterricht hat dir und sonst noch irgendwas, vielleicht so Verwandte oder Freunde, die ich unterstützt habe? Vor allen Dingen ich, also mein Wille zu sagen, du sagst, ich kann das nicht? Moment mal. Natürlich gab es dann da die Momente, so haben die recht, die Zweifler und die irgendwie ja, motzen und mäkeln. Aber das sind meistens diejenigen, die selber wenig Mut haben und sich nicht trauen, das zu machen. Und heute bin ich diejenige, die mit der Stimme, die alle so komisch fanden, richtig viel Geld verdient. Das ist auf jeden Fall sehr cool und auch eine sehr interessante Geschichte. Danke. Du hast ja auch gesagt, dass du in Videospielen gesprochen hast. Mhm. Und spielst du denn auch selber vielleicht Videospiele oder generell, was deine nerdige Seite vielleicht so? Ja, auf jeden Fall. Seit ich klein bin, habe ich immer Videospiele gespielt und ich habe so die Anfänge mitbekommen, als man eben noch diese 2D-Spiele hatte und nicht das Bild mitlief, sondern du dann an das eine Ende vom Bildschirm kommst und dann das Bild wechselt und du dann da stehst und dann weiterläufst zum Beispiel. Und habe diese ganze Entwicklung mitgemacht. Ich hatte einen Gameboy, hinterher eine Konsole, WoW mag ich spielen, The Witcher oder ja, Assassin's Creed zum Beispiel. Solche Sachen finde ich geil. Also ist da vielleicht auch so ein kleiner Traum mit in Erfüllung gegangen, dass du auch in einem eigenen Videospiel mit
sprechen durfte. Auf jeden Fall. Und halt jetzt auch Regie führe und dann den Sprechern sage, wie sie es dann machen können und das Beste aus ihnen raushole, damit eben das Erlebnis für den deutschen Spieler genauso cool wird wie im Original. Du hast ja auch gerade gesagt, dass du ein bisschen Regie mitführst. Und wie kommt man denn am besten so auf einem Weg in so eine Hollywood-Produktion oder generell in so eine Produktion mit rein? Du meinst jetzt im Schauspiel, ja. Nicht beim Videospiel, sondern... Ja, also generell auch so ein bisschen, aber größtenteils im Schauspiel. Da gibt es unglaublich viele verschiedene Wege. Es gibt die einen, die sagen, es muss die Schauspielschule sein, was auf jeden Fall auch empfehlenswert wäre. Allerdings funktioniert auch harte Arbeit. Ja? Es gibt nicht den einen Weg, an sich zu arbeiten und das zu finden, was am besten zu einem selber passt und eben auch sehr viel Selbstbewusstsein entwickeln. Das hat man auch nicht von alleine. Und es gibt viele Einflüsse, die da immer so ein bisschen dran ditschen. Aber nicht aufgeben, weiter an sich glauben und Kritik annehmen, aber auch nur schauen, was passt zu mir und dann eben weiterentwickeln. Das ist das, was ich sagen würde. Es gibt nicht den einen. Also auf jeden Fall muss man sehr viel Selbstbewusstsein, um sowas zu machen. Ja. Und was war vielleicht so deine Lieblingsrolle, mit die du gespielt hast? Also wo du wirklich komplett in deinem Element warst oder eine Rolle, wo du vielleicht eher auch so ein bisschen nicht so das Selbstbewusstsein dafür hattest auch? Also was ein bisschen schwierig vielleicht war? Das gibt es so, glaube ich, gar nicht. Denn auch Rollen, in denen man sich unglaublich gut und wohl fühlt, und die einem liegen, die machen Spaß, aber auch die einen challengen, sind halt unglaublich wichtig, weil du ja dann ganz, ganz viel über dich selber lernst. Okay. Also wir hatten auch von unserem Videoteam oder so auch Frage, wie man vielleicht bei Voiceovers besser was machen könnte oder generell zum Thema Synchronsprechen. Ein paar Tipps vielleicht? Was genau meinst du mit besser machen? Also zum Beispiel Voiceovers besser gestalten oder generell sowas? Also es gibt für das Sprechen viele, viele verschiedene Genres, vom Hörspiel über die Telefonansage, Videogames und Voice-Over. Und gut ist immer zu schauen, was gefällt mir bei anderen. Wenn du zum Beispiel ein Video hast, boah, das gefällt mir gut, da ist das gut rübergebracht, da fühle ich mich gut und du kannst vielleicht gar nicht so ausmachen, woran das liegt. Dann das Analysieren und Zuhören. Wie macht der Sprecher das? Wie ist das geschrieben? Und beim Voice-Over wäre es gut zu sagen, okay, ich schreibe so, wie ich sprechen würde. Kurze Sätze und keine Verschachtelungen oder unlogische Gedankenfolgen. Das hilft schon einmal. Und dann auch hören, wie ist die Klangmelodie vom Voice-Over. Je nachdem, was man transportieren möchte, ist es ganz gut zu sagen, okay, wir haben eine relativ neutrale Stimme, eine schöne, aber eine relativ neutrale, damit die Bilder mehr in den Vordergrund kommen oder der Inhalt. Oder man sagt, okay, die Stimme soll da Schwung reinbringen und dann mehr Dynamik haben und dann kann man mehr mit der Stimme spielen. Und du hörst schon, da gibt es verschiedene Unterschiede und da kann man durch Zuhören viel lernen und dann auch durch Ausprobieren. Wie ist es mit den eigenen Bildern? Und was hat dich vielleicht so bei Synchronsprecher inspiriert, also irgendwelche Personen vielleicht oder so? Mit den Personen bin ich ehrlich gesagt gar nicht so groß geworden, sondern alleine diese Tatsache, dass es verschiedene Tonspuren gab, einmal Deutsch und einmal Englisch, das habe ich als Kind rausgefunden. Da gab es den Zweikanalton, da gab es die Taste auf dem Fernseher und auf einmal war DuckTales Englisch und ich habe kein Wort verstanden. Und da habe ich erst kapiert, ach nee, das ist eigentlich anders und das wird erst deutsch gemacht. Und seitdem war ich gecatcht. Also da wusste ich, das ist was, wo ich auf jeden Fall drin arbeiten möchte. Also beim Voice-Over, wenn man sich das ja zum ersten Mal anhört, klingt es vielleicht ein bisschen monotoner, als man sich es vorgestellt hat. Gibt es da vielleicht irgendwelche Tipps und Tricks, um das vielleicht ein bisschen dynamischer zu gestalten, die Stimme? Ich denke, dass beim selber Sprechen es, glaube ich, ganz gut ist, wenn man wirklich zuhört bei anderen, wo es einem gefällt, das, was ich gerade schon angesprochen habe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn man dort hineinkommt, man sich mehr traut. Meine Erfahrung ist, wenn ich denke, boah, jetzt bin ich viel zu laut oder viel zu hoch gewesen jetzt oder so weiter, dann ist es genau richtig. Denn es ist nie so krass, wie man es selber empfindet. Und das ist das Gleiche wie mit Geschwindigkeiten. Oft ist es so, dass gerade am Anfang man zu schnell spricht,
für ein Projekt. Und dann klingt das natürlich nervös, dann klingt es auch nicht so dynamisch, weil man gar nicht die Zeit hatte, der Stimme nicht die Zeit gelassen hat, diese Höhen und Tiefen mitzunehmen. Und wenn man denkt, boah, jetzt rede ich wie das Faultier, ist dann nicht so, aber man hat den Eindruck, dann ist es genau richtig. Und auch üben, immer machen, anhören und sagen, ah, okay, ich muss noch ein bisschen dran arbeiten, nochmal einsprechen und dann wieder verbessern. Und dann kann man an diesen ganzen Stellschrauben ein Bewusstsein entwickeln und eine Achtsamkeit und es dann jedes Mal ein bisschen besser machen und dann wird es immer besser. Also Übung macht sozusagen den Meister. Auf jeden Fall. Und zuhören. Also wie bereits auch erst schon erwähnt, hast du ja gesagt, du hast in sehr vielen Videospielen auch mitgespielt. Wie funktioniert denn eigentlich genau so eine Vertonung davon? Also wir haben alle Dateien im Original, zum Beispiel im Englischen, vorliegen und auch den englischen Text. Dann wird das übersetzt. Und wenn es so richtig abgefahren ist, muss die Länge des Takes passen. Und wenn es so ganz, ganz krass ist, müssen die Pausen da drin auch passen. Also es ist sehr technisch, so fast wie synchron. Und dann stehe ich als Sprecherin im Studio und sehe meistens gar nicht, wen ich da spreche. Ich habe vielleicht manchmal ein Charakterbild, in letzter Zeit immer häufiger, aber keine bewegten Bilder häufig. Und dann höre ich immer Take für Take die Schauspielerin im Original. Und dann muss ich das Gleiche auf Deutsch sagen. Wenn sie zum Beispiel sagt, wir müssen den König retten. Das habe ich dann im Deutschen gesagt und sie sagt, we have to save the king. Und dann habe ich das Englische zuerst und dann spreche ich das Deutsche in derselben Intensität wie die englische Schauspielerin. Ist es für Sie persönlich schwieriger, ein Spiel zu synchronisieren oder eher einen echten Film sozusagen? Da beide Sachen total unterschiedlich angegangen werden, ist einfach nur ja sozusagen die Aufgabe anders. Ich finde beides gleich schwer oder gleich leicht. Es sind eben verschiedene Aspekte. Das eine ist mit Bild. Da kann man dann eben den Schauspieler oder die Schauspielerin dann sehen, wenn sie zum Beispiel sich bewegt und ausatmet. Da macht der Körper beim Sprechen schon mit und man produziert eigentlich das Gleiche wie auf dem Bildschirm und hat da eben diese Hilfe. Und beim Videospiel hast du das nicht, musst noch besser zuhören und durch das Hören abnehmen, was macht diese Person denn da gerade? Läuft die gerade? Ist sie traurig? Und ganz, ganz fein anhören, was der Originalsprecher macht und das dann selber auch machen. Und auch beim Videospiel und so wie beim Synchron auch, gerne immer den Körper mitnehmen. Nur so, dass es nicht raschelt, sonst meckert der Mann vom Ton. Auf jeden Fall sehr vielen Dank, dass du heute bei uns warst und wir so viel über Synchronsprechen und anderes erfahren konnten. Und ich hoffe, es war auch sehr angenehm für dich hier. Sehr gerne, auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein durfte. Und wie immer, wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut auf Bautzen.talks vorbei.